Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Nike auf dem Kanal Frau Schnurrhaar. Oder für alle, die schon länger hier dabei sind, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben hier etwas vor uns, was den Zenit der Zeit, nun ja, es ist ein sehr altes Spiel. Wir haben hier vor uns Kudelka. Kudelka ist ein Spiel für die PS1. Wir spielen auf der PS3. Es war schon ein kleiner Akt, das zum Laufen zu bringen, aber selbst damals gab es schon so coole Vorsequenzen, was ich sehr cool finde. Ich freue mich, dass ihr mit mir diese Reise gehen möchtet. Ich erzähle euch ganz kurz, warum Kudelka. Kudelka war für mich ein Spiel, was ich schon immer haben wollen würde. Meine PlayStation-Reise begann mit der PS2, deswegen kam ich nie in Berührung mit einigen oder mit vielen PS1-Titeln. Ich habe auf der PS2 durch Zufall Shadow Hearts Covenant gespielt und fand es mega. Habe mir dann Shadow Hearts zugelegt und fand es immer noch sehr cool. Und ja, dadurch bin ich dann natürlich auf Google-Suchen auf Kudelka mehr oder weniger gestoßen. Und habe mir gedacht, oh, das wäre aber ganz cool, wenn ich das irgendwie bekommen könnte. Ich habe es dann geschenkt bekommen. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Heutzutage ist ja sehr viel gute Grafik. Ich erhoffe mir hier eine sehr gute Story. Ich erkläre euch oder ich erzähle euch mal ganz kurz, was hier hinten auf der Packung draufsteht. Wales, Großbritannien im Jahr 1898. Mit einer Party von drei Charakteren, unter ihnen das zauberhafte Medium Kudelka, erkunden sie das abgelegene, düstere und mysteriöse Kloster Nemeton. Unaufhaltsam werden sie in ein bizarres Abenteuer voller Hexerei und Magie gezogen. Ich bin echt gespannt und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt gleich mal, wenn wir, hier sind wir schon, Start drücken. Es ist ein bisschen seltsam, diesen kleinen Controller in der Hand zu halten. Wenn etwas vom Ton nicht hinhauen soll, ansehen, dann wird das natürlich Vibration ein. Wir wollen Vibration ein. So. Stereo Mono, ja, läuft. Oh. Komme ich wieder zurück? Gott. Hallo? Entschuldigung. Ich will wieder zurück. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich bin wieder zurück. Ja, es ist sehr seltsam. Ich habe mir auch direkt mal einen Speicherplatz also eine Memory-Karte angelegt auf der PS3. Start drücken. Ich vergesse das ja immer. So, neues Spiel und damit viel Spaß beim Intro. Och, Ladezeiten. Haben wir die nicht alle irgendwie vermisst? Oh, ich bin ein bisschen übersteuert gerade gewesen. Süß. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, was hatten Sie vor? Warum willen Sie ja unbedingt rein?
Zu früh, Engel. Ich bin noch nicht tot. Was? Mag sein, aber du stehst direkt vor der Himmelspforte. Das hat deutsche Synchro. Vielleicht. Aber entschuldige mich, ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Blödsinn. Was kannst du schon tun in deinem erbärmlichen Zustand? Du kannst nicht mal den Revolver stillhalten. Wir werden ja sehen. Ich brauche die zwei oder drei Treffer, um das Monster zu erledigen. Verdammt! Hier schießt du! Entschuldigt bitte, dass ich dazwischen gerät. Wie krass ist denn das bitte? Alter! Wir haben deutsche Synchro! Oh Gott, ich freue mich so. Aktion bewegen, warten, starten. Oh Gott, ich lieb's. Aktion angreifen. Bäm, ey, ich geb dir. Ich kann keine Aktion machen. Soll ich mich bewegen? Wohin denn? Oh, wie geht das denn? In den Shadow-Arzt-Teilen hat man ja den Schicksalsreif. Was? Hat er sich etwa regeneriert? Ich glaube es ja wohl nicht. Die Musik ist schon catchy, oder? Bam, ey. Ich geb dir. Bewegen. Ich will nicht, dass der mich kriegt. Wir gehen mal zurück, würde ich sagen. Das ist echt cool. Ich mag die Musik sehr gern. So, der soll mir nicht zu nahe kommen. Ein bisschen Angst vor dem. Nein, der kommt ja doch nicht wieder zu mir. Waffe? Haben wir noch eine Waffe? Normal Messer? Wir haben ein Messer. Können wir den messern? Ach, das ist ein... Oh nein, das ist ja eine Aktion. Geh weg, ich gehe mit meinem Messer weg. Brauchen wir doch wieder unsere... unseren Revolver. Nike versteht gerade nicht. Was ist hier los? Angreifen. Ha! Man nennt mich Kudelka. Bin gerade voll aufgeregt. Du hast etwas gefunden. Heiltrank, Groß, Zauberspruch, Feuer gelernt. Oh, cool. Können wir es jetzt alle anzünden? Das wäre ja sehr cool. Aha, so läuft man also. Man läuft nicht über die Analogsticks. Interessant. Kann ich ja einiges finden. Hallo, der Herr. Ich habe sehr hohe Strümpfe an. Übrigens befindet sich dieses Spiel auf 4 CDs. Hey, wo ist es? Es ist tot. Wirklich? Ist das geil. Schreist aus. Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Hey, Engel. Ich bitte dich nicht, mich in den Himmel mitzunehmen, aber könntest du für mich beten? Du spinnst wohl. Nie im Leben werde ich für dich beten. Aber ich bin in deiner Schuld, weil du mir das Leben gerettet hast.
Okay, ich helfe dir. Sei still! Reiß dich zusammen! Okay, gehen wir. Steh auf, oder ich lass dich hier zurück. Was hast du? Ich spüre keinen Schmerz mehr. Ich bin geheilt. Ja, und? Ich hab dich geheilt, na und? Du? Du hast mich geheilt? Aber Lustig ich ihr. War so gut wie tot. Ich begreif's nicht. Du bist also wirklich ein Sei Engel? Sei kein Dummkopf. Glaubst du wirklich, dass es Engel auf Erden gibt? Ich bin nur ein Medium, das einen kleinen Heilzauber beschworen hat. Ich bin Edward J. Plunkett. Entschuldige meinen Aufzug, aber wenn ich dich so ansehe, dann... Nein, ich bin nicht wie du. Und du hast hier sicher nichts verloren. Was machst du eigentlich hier? Ein Gerücht. Ein Gerücht? Ich habe es in London aufgeschnappt. Der Sohn einer reichen Familie soll ein altes Kloster gekauft und für Unsummen zu seinem Domizil umgebaut haben. Nun, man sagt, er habe zahlreiche Dirnen hierher verschleppt. Was für ein Leben. Und wo ist dieses Kloster? Das wüsste ich auch gern. Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, um diesem reichen Bastard eine Lektion zu erteilen. Bisher habe ich nichts gefunden. Dann hat mich dieses angegriffen und fast getötet. Wärst du nur etwas später gekommen, hättest du mich bereits zum Abendessen verspeist. Tja, hätte ich doch nicht dieses Pferd gekauft. Es ist einfach zu schwer. Dann würdest du mir jetzt wahrscheinlich als Nachtischgesellschaft leisten. Kein übler Gedanke eigentlich. Sei endlich still, oder ich lass dich hier zurück. Was ist los mit dir, ey? Ich heiße Kudelka. Ich erklär's dir nur einmal, also sperr deine Ohren auf. Wenn du hier rauskommen willst, bleib in meiner Nähe. Kapiert? Klar, ist mir eine Ehre. Ich weiß nicht, wenn jetzt kleine Tonaussetzer waren, ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass jetzt die PS1 und PS2 CDs hier gar nicht installiert werden. Also wir spielen direkt von der CD und die CD ist gebraucht. Könnte natürlich sein, dass da irgendwas drauf ist, ein kleines Kratzerchen oder so. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich finde es so geil, dass sie das in echt, die haben deutsche Synchro. Das macht das so viel besser. Oh, und wir haben Zufallskämpfe. Was ist denn das, eine Kellerassel? Mr. Kellerassel. Die Musik ist so schön. Edward, wir haben Edward. Angreifen. Du, 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 du. Warten. Oh nein, der Kellerassel kommt. Jetzt kann ich mit ihm... Er kann Magie. Oh, Feuer. Gib ihm. Muss er mal kacken. Bium. Das hat aber nicht viel gebracht. Dum, dum, dum. Wir gehen mal in die Ecke und haben Angst. Wir sind der angsthabende Edward. Aktion. Wie Magie. Sollen wir auch mal Magie Feuer stärker erhöhen? Können irgendwas. Was? Feuer. Ich bin voll stark. Der Edward ist ja voll der Lappen. Wo wir tanzt. Okay. Warte mal. Das wird anstrengend hier. Man tut echt schon die Daumen weh. Aha. Können wir irgendwas finden? Hallo? Ich hätte gerne eine Kiste. Oh, was? Hier gibt es nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Schade eigentlich. Wo ist eigentlich unser Schlüpfer? Wo fängt unser Schlüpfer an? Ich habe das Gefühl, wir haben nur Beine. Dumm, dumm. Okay, wir gehen mal durch diese wunderbare Tür. Die kann ich eigentlich speichern. Hausmeister Gemächer, erstes Geschoss. Aha. Weiß ich Bescheid. Was gibt's hier? Bedung. Ah!
Heiltrank Klein gefunden. Möchtest du den Gegenstand mitnehmen? Ja. Heiltrank Klein mitgenommen. Ja. Yeah. Oh, in den Gemächern des Hausmeisters wird jetzt gekämpft. Hey, was ist mit dem los? Der hängt an der Decke. Grafikfehler. Hey, hat er drei Gesichter? Oh, was? Der hat uns... Oh, uns geht's voll kacke. Aktion. Objekte, bitte. Heiltrank Klein. $500? Das hat sich mal voll gar nicht gelohnt, Mist. Also es hat sich schon gelohnt, aber... Warten. Aktion. Magie. Wir können keine Magie. Was macht man jetzt? Waffe. Mit den Händen Revolver. Normalmesser. Yeah. Bewegen. Ich komm ran. Wir gehen immer dahin. Mit meinem kleinen Rucksack. Kann ich mich noch weiter bewegen, ja? Kann ich jetzt angreifen? Yeah. Messer. Voll zurückgedrängt. Aktion. Ich kann nicht angreifen, weil meine Waffe leer ist. Mist, das ist ein Problem. Mit den Händen. Ach, er hat's Messer. Ist das unfair? Jetzt aber. Boah, was ist denn mit dem los? Ich glaube, wir sterben bald. Ich will nicht schon wieder einen Heiltrank essen. Nee, warte mal. Wir machen Edward. Edward, wartet mal. Der hat mich umgebracht. Das kann doch wohl jetzt noch nicht zu Ende sein. Das wäre ein bisschen bitter. Kannst du nicht endlich mal sterben? Ach ja, was ist jetzt mit unserer Kudelka los? Die ist tot irgendwie. Die Frau liegt am Boden, Edward. Du hast überhaupt nicht drauf. Ja. Leben wir eigentlich noch? Ach, wir haben auch gar nichts bekommen. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie... Kann ich irgendwo speichern? Ist irgendwie ein Menü? Hallo? Oh, ist O-Menü? O ist Menü? 16,39, passt das? Ja, fast. Heilen? Kudelka würde ich gern heilen. Ach, wir können uns heilen. Stimmt ja. Ach, die ist eine Heilerin. Ganz vergessen. Ausrüsten. Was haben wir denn? Stärke. Mit den Händen. Keine. Cool. Ja. Ah, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Formation. Option? Was gibt's denn da in den Optionen? Also, frei. Ansehen. Menü. Temporäres Laden. Laufen. Ah, wir können sogar schnell laufen. Vibration. Ich habe doch die Vibration angemacht. Egal. Lesen. Gibt's da was zu lesen? Voll gespannt hier. So, das ist Heu. Warum liegt hier Stroh? Ja, ich weiß, Heu und Stroh sind was anderes. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Türen, oder? Ist das da hinten auch eine Tür? Mist, stimmt.
Oh, aber jetzt. Eine Kellerassel und was ist das? Weiß nicht, sieht sehr groß aus. Wieso fangen die an? Wir bewegen uns erstmal. Aktion. Angreifen. Das da. Schlitz. Das ist so gut. Können wir eigentlich auch Level steigen? Schon. Boah, du wagst es. Vergiftet. Okay, tut mir leid, du bist vergiftet. Wir können da jetzt nichts ändern. Es ist halt so. Mit den Händen haben wir ja. Bewegen. Wir kratzen dir die Augen aus. Achso. Haha. Mist. Nicht weiter nach vorne. Das blöde Vieh muss zu uns kommen. Ach, ich kann ihn auch so angreifen von der Ecke aus. Toll, wusste ich nicht. Kudelka, Sasand, Bonuspunkte. Wir sind Level 2, neuer Level, yeah. Oh, kann ich 4 verteilen? Warte mal. Oh. Boah, wie cool. Gesundheit, Bewegen, Resistenz, Weisheit, Glück. Gesundheit finde ich eigentlich ganz cool. In 400 kriegen wir neue. Gesundheit und Stärke, so. Okay. Er bekommt auch, okay. Was kriegt denn er? Also wenn man sich hier einmal verskillt, ist Ende, gell? Ich glaube nicht, dass man das hier irgendwie zurücksetzen kann. Plus 6, boah. So. Da bekommt er nichts dazu. Plus 0. Nee. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, was ich getan habe. Edward Blunkert. Mitnehmen, Gegengift. Ja! Wir müssen uns, glaube ich, gegengiften. Wie komme ich nochmal ins Menü? So. Bedaum. Status. Der gute Edward ist immer noch vergiftet, oder? Ist vergiftet? Kudelka. So. Wie kann ich ihn jetzt, heilen. Nee. Pikte. Ausrüstung. Gegengift. Benutzen. Edward. Soll dieses komische Knacken, diese Kerze da sein? Okay, gut. Hier ist eine große Tür. Sie ist von der anderen Seite verschlossen und kann von hier nicht geöffnet werden. Oh Gott, Resident Evil Vibes kommen zurück. Ja, wir spielen übrigens in dem Format, weil das andere sah so hässlich aus. Das hat mir nicht gefallen. Ich mag das nicht, wenn die so breit getreten sind, also so breit sind. Können. Wie hat die nicht gesagt? Oh, wir können rein. Können wir da nicht hoch? Hä? Bin ich bescheuert? Ja. Verdammt. Ja, der Sandwirbelsturm. Oh, die kennen wir doch.
Aktion. Wir wollen uns erstmal bewegen und den Gleichmessern. So, wir stellen uns mal dahin. Mr. Croft messert dich jetzt. Boah, jetzt macht es irgendwie so einen Spaß. Es ist mal so anders. Also, ich weiß auch nicht, es ist so. Aber wir können da nicht hin. Okay, warte mal. Machen wir was anderes. Waffe. Wir können. Nee, das können wir nicht nehmen. Wir haben nichts. Okay, dann müssen wir uns wohl oder übel bewegen. Wo bewegen wir uns hin? Müssen hier hin, oder? Und dann warten wir mal. Warten. Nein! Hau mich nicht! Hast du nicht gemacht? Jetzt kommen wir aber, ey. Jetzt ist London zu, ey. Jetzt mach mal angreifen. Irgendwie ist er stärker wie sie, aber ich glaube, sie übernimmt auch eher die heilende Rolle. Kann das sein, dass es viel stärker ist? Ach nee. Ich bin verwirrt immer noch. Dadurch. So, wir haben jetzt hier dieses Problem, dass ich da nicht hochkomme. Ah, ach, ich muss X drücken. Ah, gut, das hätte man mir auch erzählen können. Hallo? Das ist ja schlimmer wie bei Resident Evil. Pistolenmunition gefunden? Ja. Pistolenmunition mitgenommen. Ich finde diese. Hier ist ein kleines Fenster, hallo Fenster. Ich finde diese Soundkulisse dafür, dass man diese... Oh, Mist. Also die Soundkulisse der Kerzen hört sich an wie ein Tonfehler. Och nee. Gut, den können wir aber abschießen. Den will ich abschießen. Und der fängt auch noch an. Der hat schon seinen Revolver. Warum immer sie? Jetzt muss sie sich wieder heilen. Renn, renn, renn. Angreifen. So, jetzt ist Gudelka dran, sie muss sich heilen. Heilung. Sie sieht so schön aus dabei. Yeah, Special Effects. So. Jetzt ist der Dreiköpfli wieder dran. So, muss man verstecken. Haha. Dumm. Hat der jetzt echt drei Köpfe? Bei Shadow Hearts war das Dings auch immer so geil. Das würde ich gerne mit euch auch noch spielen, Shadow Hearts, weil das ist echt sehr cool. Und das gilt so als geistiger Nachfolger von diesem Spiel. Deswegen wollte ich Gudelka unbedingt haben. Da ist er runtergefallen. Hat dann einfach abgeschnitten von der Wand. Ach so, ich muss ja... Hallo, wir sind hier auf dem Ladebildschirm. Ist das nicht cool? Axt, boah, mitnehmen. Dann bekommt... kann ich bitte ins Menü? Okay. Ich würde gerne... ausrüsten. Und zwar... Sie bekommt jetzt das Messer. Würde ich gerne geben. Luftaxt. Denn eine Luftaxt. Warte mal, wir müssen das mal anders machen. Aha. Normal Messer. Dir würde ich gerne die Luftaxt geben. So. Siehst du das? Keine. Okay. Also R2 und Dingsbums gibt es sogar schon. Und sie bekommt jetzt das Normalmesser. So. So gefällt mir das sehr gut. Müssen wir vielleicht jemanden heilen? Wir haben 19 MP. Sollen wir vielleicht mal uns heilen? Yay. So.
Komme daher, Nege. Wir sind aus dem Kerker raus. Also, das habe ich schon gedacht, das Heft hier hängt. Oh, ein Buch, nee, ein Bild. Du hast einen langer Dolch hinter dem Bilderrahmen gefunden. Möchtest du den Gegenstand mitnehmen? Ja. Langer Dolch mitgenommen. Cool. Wir haben einen langen Dolch, wollen wir nach oben oder nach drüben? Sollen wir nach drüben gehen? Obwohl, jetzt ist es eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt zum Abschluss diesen langen Dolch gefunden. Vielen Dank, dass ihr mit bis hierhin dran geblieben seid. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Kennt ihr Kudelka? Findet ihr es, zeitgemäß ist das falsche Wort. Alle eure Gedanken zu dem Spiel könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben und vor allem, dass es deutsche Synchro hat. Ist das nicht krass? Shadow Hearts hat keine deutsche Synchro, nur mal so. Also mir gefällt es bisher echt gut und es ist mal so eine Abwechslung zwischen diesem hochpolierten Grafiken, die man heutzutage so sieht. Und da kann man mal schauen, wo wir eigentlich angefangen haben vor 20 Jahren, oder? Also, das ist schon... Es ist ein Sprung bis heute. Ja, vielen Dank. Morgen Abend geht es natürlich weiter mit Kudelka. Es soll, wie gesagt, so in Richtung Horror gehen, Horror-RPG. Und deswegen ist es jetzt auf dem 20-Uhr-Slot gelandet. Habt noch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.